Ich hatte meiner Nichte erlaubt, einige Tage hier zu übernachten. Dadurch, dass er mit meiner Schwester, also ihrer Mutter, im Moment ein bisschen Zoff hat. Leni? Bist du hier? Als ich jetzt natürlich das ganze Chaos gesehen habe, frage ich mich jetzt natürlich wirklich, hat sie sich jetzt hier eingenistet? Ist sie eingezogen? Was ist jetzt passiert? Leni, bist du oben? Leni? Was ist denn mit dir los? Schon gut. Hä? Was ist los mit dir? Sag, hast du Schmerzen? Es sind nur Regelschmerzen. Regelschmerzen? Ach du meine Güte. Leni, so schlimm? Geht's. Ab und zu habe ich das mal. Warum hast du deine Sonnenbrille auf? Alles weißt du was? Ich rufe den Notarzt. Nein, brauchst du nicht. Doch. Nein. Hör mal, wenn es dir so schlecht geht, auf gar keinen Fall lasse ich dich jetzt hier ohne Hilfe. Jetzt war ich echt besorgt, dass es Leni im Moment nicht gut geht, aufgrund des ganzen Streits und Ärgers, den sie mit ihrem Ex-Freund hat, waren ihre Mutter und ich eigentlich jetzt ganz froh, dass sie mit ihrem Ex-Freund auseinander ist. Tante Rosa vermutet, dass mehr hinter den angeblichen Regelschmerzen ihrer Nichte Leni steckt. Sie erhofft sich Hilfe von dem eintreffenden Rettungsteam, dem ein mehr als nervenaufreibender Einsatz bevorsteht. Sie sagt, sie hat Regelschmerzen. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht so ganz. Ja, ich weiß. Kollegen, darf ich da mal drauf? Warte kurz, wir müssen einmal zur eine Maske anziehen, wenn Sie das tolerieren. Geht ziehen das? Sie doch mal einmal die Brille an. Ziehen, das hält sonst nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Das haben Sie mit Migräne zu tun. Mhm. Aber Blutdruck messen dürfen wir Ihnen. Ja. Wie ich dir das machen kann, so schließen. Was denn hier? Das ist ja ein dickes Hämatom. Ich bin einfach gestürzt. Leni, was ist das denn? Ich glaube dir das nicht, dass du gestürzt bist. War das der Jens? Nein, das war Hast du Ärger mit dem Jens? Nein. Hat er dich geschlagen? Nein. Wie sind denn die Schmerzen? Kommen und gehen? Die sind die so kolikartig? Ja, so als hätte ich auf einmal richtig krass und dann gehen sie wieder. Darf ich mal den Bauch abtasten? Wir müssen ja mal irgendwie was ausschließen, ungerne. Ne? Ungerne. Ja, aber dann kann ich ja... Haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen? Nein. Irgendwelche Allergien? Auch nicht. Gestürzt vielleicht? Ja, oben in der Toilette. Auf dem Bauch? Nein. Es kommt schon mal öfter vor, dass Patienten Situationen anders umschreiben, als sie tatsächlich sind. Dann fühlen wir uns so zwischendurch immer so ein bisschen wie Sherlock Holmes, immer auf der Suche nach der Wahrheit. Können wir nicht mal die Brille bitte abnehmen? Also seien Sie nicht böse, aber so hell ist es hier doch nun auch wieder nicht, weil... Nein. Darf ich mal Ihren Bauch abhören? Ist das möglich? Ja, gut. Dann machen Sie das. In der letzten Zeit vielleicht was Falsches gegessen? Nee, ja. Ja, ich meine, man sieht's ja, ne? Was ist los? Nee, was haben Sie? Oh, Mensch. Was ist los? Sag doch, was so los ist, Mann. Jetzt. So, jetzt zeigen Sie mir mal. Jetzt machen wir noch mal die Brille ab. Nein. So. Leni, du hast ein Pfeilchen. Oh. Mal, war das der Jens? Gucken Sie uns mal an. Oh ja. Gott im Himmel. Anständig, was hat er denn mit dir gemacht, sag mal? Er hat nichts gemacht. Doch, natürlich. Ach. Das ist doch nicht von irgendeinem Sturz passiert. Doch. Hä? Hat man sie geschlagen? Nein. Ich hatte solche Angst, dass Leni von ihrem Ex-Freund Jens geschlagen worden ist. Die Sanitäter haben die Hämatome auch gesehen und haben das ebenfalls für möglich gehalten. Haben Sie in der letzten Zeit regelmäßig Ihre Periode gekriegt? Nein, nicht wirklich. Nur immer diese Regelschmerzen. Pass auf, tun Sie uns mal allen eingefallen. Versuchen Sie sich noch mal hinzusetzen, wenn das irgendwie möglich ist. Ich möchte mal einmal den Bauch abtasten. Komm mal. Komm mal. Komm her. Genau. Setzen Sie sich einfach dahin. So. Lehnen Sie sich mal ein bisschen zurück. Mhm. Geht das? Das ist doch nicht normal. Nee, das ist auch nicht normal. Kannst du den Schmerz denn mal beschreiben? Ach du meine Güte. Passen Sie auf, wir holen mal einmal den Notarzt dazu. Ich denke, das ist auch in Ihrem Sinne. Ja, auf jeden Fall. Könnte natürlich auch innere Blutung sein oder sonstiges. Ja, natürlich. Eine NRF zur Einsatzstelle.
Aufgrund des besorgniserregenden Zustands der 18-Jährigen und dem Verdacht auf innere Verletzungen wird ein Notarzt nachbeordert. Bald soll sich herausstellen, dass Rosas Nichte noch ein ganz anderes Geheimnis hat. Was haben Sie gemacht? Wer hat Sie denn da begrüßt? Gestürzt bin ich. Gestürzt sind Sie? Mhm. Und der Bauch hat da beim Sturz auch was abgekriegt. Wer sind Sie? Scheinbar, ich bin die Tante. Ich habe sie gefunden. Okay. Zugang habt ihr noch nicht gekriegt. Nee, wollten wir. Also wollten wir, aber das war Vital war OB. Nicht gewollt. Vital war ja bis auf ein bisschen erhöhten Blutdruck von 170 unter Schmerzen, ne? Mhm. Seit wann haben Sie denn die Schmerzen? Ah, seit ein paar Tagen. Seit ein paar Tagen? Ja. Und das sind Koliken oder was haben Sie? Ja, ja, fühl mal, jetzt kommt, mal jetzt kommt. Schmerzen. Ja, fühl mal hier. Mach mal. Und jetzt musst du. Fühlst du das? Ja, ich fühle das, das ist nass. Ja. Ich hoffe, Anästhesist ist kein Gynäkologe. Ich dachte erst, okay, Appendix oder so, hast du den wunden Punkt getastet. Aber was ich wirklich getastet hatte, passte nicht zum Appendix, weil es trat nach mir. Die ist schwanger. Ja, das ist und das. Ist Fruchtwasser. Oh Gottes Willen. Leni. So, pass auf. Ich mach Zugang. Zugang. Mutterpass. Mutterpass. Jetzt. Wo ist der Mutterpass? Cool. Leni. Und vor allen Dingen mal ein bisschen aufrichten. Nicht mehr auf den Bauch. Moment, bitte. Wir haben eine beginnende Geburt. Und ob wir das noch in die Klinik schaffen, ich fürchte nicht. Ja, besorg mal bitte alles. Der Mutterpass. Wo haben Sie den denn so schnell gefunden? Sie hat gesagt, in der Tasche. Ah, wie viele Woche sind Sie? Was? Wie vielte Woche sind Sie? Ja, da ist gar aber da steht nichts drin. Ich war nur einmal beim Frauenarzt. Guck mal, ist das vielleicht 40 Wochen her? Sie war nur einmal beim Frauenarzt. Es war schon so spät. Leni, das darf doch nicht wahr sein, Mensch. Also als wir uns den Mutterpass ansahen, wurde relativ schnell klar, dass sie genau ein einziges Mal beim Frauenarzt gewesen sein muss. Circa in der 12. Woche muss es gewesen sein. So sagte auf jeden Fall die Patientin zu uns, dass sie zu weit gewesen wäre für eine Abtreibung. Wir machen Oberkörper frei. Pass auf. Wie doll sind die Schmerzen? Du bist ja Mutter, ne? Ja. Wie oft hat die jetzt so aufgeschrien? Ja, alle also, 2 Minuten, ne? Ich würde mal sagen, ist ein bisschen. Wir kommen nicht in die Klinik, Olli. Nee. In so einer Situation bei drohender Hausgeburt, da bist du erstmal perplex, weil du hast keine Laborbedingungen wie in der Klinik. Du hast sterilste Bedingungen. Und hier im Wohnzimmer hast du nichts. Leni, sag mal, ist der Jens dein Papa, der Papa von dem Baby? Ja. Hm? Ach du meine Güte, auch das noch. So ist es. Ich muss einmal tasten, wie es da aussieht. Ja? Okay. Wenn es richtig schlecht läuft, ist der Gebärmutterhals offen. Und wir sind schon mitten im Geburtsvorgang. Wenn wir Glück haben, liegt das Kind so, dass das Problem nicht rauskriegt. Wenn es schlecht läuft, muss ich versuchen, das zu drehen. Okay. Einsatzleiter Oliver Dreyer hofft, die Lage des Kindes im Mutterleib ertasten zu können. Sollte das Ungeborene mit den Beinen nach unten liegen, würde dies die ohnehin herausfordernde Hausgeburt noch viel gefährlicher machen. Schön ruhig, Schatz. Kommt wieder einer? Naja. Atmen nicht vergessen. Genau. Nicht erschrecken, die Taste einmal, ja? Mhm. Okay. Mhm. Lassen Sie. Hier dies. Kommt wieder was? Hab dann in Eigenregie versucht, einen Tastbefund zu machen, vaginal. Wie gesagt, ich konnte es nur schätzen, ich bin kein Gynäkologe. Was tastest du? Erzähl vollständig. Was. Weit auf? Sag ich doch. Vollständig. Also, da kommen wir nicht mehr mit in die Klinik. Nein, damit Masse. Kommen wir nicht mit. Wir machen das hier. So, wie heißen Sie? Mit Vornamen. Komm, wir machen das einfacher. Leni. Leni. So, Leni. Ich bin ja der Olli. Wir ziehen das jetzt hier durch, okay? Okay. Ja? Ich versuche mal so ein bisschen den Kopf zu. Ja, mach mal. Versuch ruhig schön zu atmen. Das wird jetzt mal unangenehm. Schön atmen. Atmen. Nein, bitte keine Presswehen jetzt. Atmen. Atme durch. Ja, pass auf. Ganz langsam. Jetzt ganz dolle pressen. Okay. Richtig fest, wie ein Stück. Alles raus. Von mir aus auch schreien. Ja. Weil Köpfchen fühle ich schon. Okay? Okay? So. Okay. So, jetzt gib alles. Komm, hau raus. Beste, wir kommen. Beste, weiter. Beste, Schulter, gut atmen. Atmen, atmen, atmen. Weiter. Zieh durch, zieh durch. Schulter ist draußen, Arme sind draußen. Super. Weiter. Jetzt nochmal. Nochmal.
Ich hab's. Mutter hat super mitgearbeitet, gut gepresst. Wir haben das Kind gesund da rausgekriegt. Alles dran, was dran gehörte. Es atmete, es schrie und war froh, dass so glimpflich abgelaufen ist. Abgenabelt ist. Bitte haltet mal eine. Ja. Danke. Wer ist das denn? Braucht man in der Nacht. Jens, was machst du denn hier? Nee, was mach ich hier? Dich können wir jetzt hier gerade gar nicht gebrauchen. Warum? Was denn passiert? Was denn los? Ich weiß du schwängerst die Leni, dann schlägst du die Leni. Ich hab sie geschwängert. Und dann jetzt sind wir fremdgegangen. Ein Scheiß hab ich gemacht. Ist sie mit Sicherheit gar nicht fremdgegangen. Ich möchte jetzt zu ihr hin. Das ist jetzt ungünstig. Geh einfach. Geh. Ich konnte nicht fassen, dass der hier aufgetaucht ist, nach allem, was passiert ist. Ich meine, vielleicht wollte er sich ja entschuldigen, aber trauen tue ich ihm nicht. Wer weiß, was der für Hintergedanken hatte. Das ist ihr's. Herzlichen Glückwunsch. Ich brauche jetzt erstmal einen Schnaps in der Nacht, ey. Gucken sich das immer gut an. Herzlichen Glückwunsch. Haben Sie trotzdem Ohr für mich? Ja, das ist der Jens. Ich, da gleich mal, ich gehe mal nach dem Kuchen. Ja. Dankeschön. Haben wir Oxytocin hier mit drauf? Im Medikament? Müsste ich auf den Neffen Kinderkoffer haben. Okay, muss ich dann gleich holen. Was musste das Mädchen jetzt in den letzten Monaten alles durchmachen? Und ohne mit jemandem zu reden? Sie hätte doch zu mir kommen können. Ich bin normalerweise gar nicht so aggressiv, wie ich es jetzt war. Aber da drinnen liegt meine Ex-Freundin und hier stimmt doch irgendwas nicht. Was denn hier gerade überhaupt passiert? Wegen Schwangerschaft, was Rosa zu mir sagt, sie wäre schwanger. Ich habe immer Jens, richtig? Genau, mein Jens. Genau, mein Name ist Jens. Mein Name ist Falk. Also, folgendermaßen, Ex-Freundin hat gerade jetzt hier im Haus entbunden. Sie ist quasi Mutter geworden. Lenis Ex gibt vor, dass die Blutergüsse der 18-Jährigen angeblich von einem Sturz kommen, als Leni den werdenden und überforderten Vater an seiner Flucht aus dem Haus hindern wollte. Ob dies der Wahrheit entspricht, muss noch geklärt werden. Okay, wird sie gleich merken, dass eine Süßigkeit raus soll. Der frisch gebackene Papa würde gerne seine Tochter kennenlernen und ich glaube, er hat auch was zu beichten. Ja, dann soll er kommen und möchtest du das? Ist auch der Vater? Aber bitte, kein Stress, den hatte ich schon. Habe ich ihm gesagt. Ja? Ja. Wie gesagt, wenn da mehr Flüssigkeit rausläuft, jetzt sind wir uns ein richtiger See. Ja. Komm ran, guck mit die an, was du fabriziert hast. Leni, ist das wirklich unsers? Ja. Das ist nicht. Och. Rosa, auch bei dir, es tut mir leid, dass ich mich eben gerade wie so ein richtiges Arschloch verhalten habe, aber ich war komplett überfordert mit allem. Der frisch gebackene Vater hatte erst vor ein paar Stunden von der Schwangerschaft seiner Ex-Freundin erfahren und hatte ihr aus Überforderung unterstellt, dass das Kind nicht von ihm sei. Nun bereut er seine Reaktion zutiefst. Aber natürlich werde ich für das Kind da sein, auch wenn wir nicht mehr zusammen sind. Ehrlich gesagt mag ich den Jens immer noch nicht. Nach allem, was passiert ist. Aber vielleicht ist ja jetzt der Groschen bei ihm gefallen. Und ja, wir können doch jetzt noch alle gemeinsam irgendwie gut und positiv in die Zukunft blicken. Pass auf, dann melde dich an. Ich helfe dir dann mit der Trage, dann kommen wir dann hier auch schnell raus. Das tut mir echt leid, ohne Scheiß. Normal sagst du, eine Schwangerschaft, die merkst du nach 2-3 Monaten. Es gibt aber auch Lebensphasen von Frauen, da tritt eine sogenannte Verdrängung ein. Die versuchen dann, die Symptome anderen Krankheitsbildern zuzuordnen. Zunahme, ich habe zu viel Fastfood gegessen, Kollegen, mein Gott, ich habe Blähungen. Sie verdrängen es einfach, gehen auch nicht zum Gynäkologen, um sich das entweder zu bestätigen oder zu sagen, sie sind nicht schwanger. Ist sehr gefährlich, lässt sich aber psychologisch bei vielen Frauen erklären. Die machen es nicht böswillig. Rosas Nichte und ihr Neugeborenes wurden in der Klinik untersucht und konnten bereits am nächsten Tag wieder nach Hause. Leni wohnt mit ihrem Baby bei ihrer Mutter, die sich rührend um beide kümmert. Kindsvater Jens leistet Unterhaltszahlungen und darf seine Tochter wöchentlich sehen.